Hallo Stuck! Ja, heute habe ich den Backbringer hier neben mir sitzen. Hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Hallo Bubba, hallo Stuck. Alle klatschen Beifall und du klatscht auf. Ihr auf dem Weg nach unten zieht dein Leben wie ein Film an dir vorbei. Auf dem Weg nach unten. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie bist du zur Musik gekommen? Also mehrmals. Naja, eigentlich bin ich zur Musik. Eigentlich, ich habe es gemacht, um Mädchen zu beeindrucken damals, aber jetzt mache ich das doch schon eher, um meine Seele aufzuräumen und um einfach Leuten auch was sagen zu können. Du hast ja auch schon mit anderen Bands zusammengearbeitet, zum Beispiel mit uns, ja auch Freakmusik. Und mit wem noch so? Und was für Projekte waren das? Also ich habe zusammen mit den Berms ein Lied gemacht. Ach ja, da hast du ja schon drüber geredet, da wart ihr ja auch dabei. Dann habe ich nur mit dem Drummer, mit dem Stefan von den Berms, einen Song gemacht. Deceptive Lights war ein ganz cooler Titel. Wenn ich mich ganz weit zurück erinnere, mit meiner Ex-Freundin habe ich auch mal zusammen Musik gemacht. Das ist aber schon lange her und dann wäre da noch die Ricarda, die auch eine ganz tolle Sängerin ist. Auf dem Sampler auch vertreten, aber heute leider nicht dabei. Gut, ich komme gleich mal zur nächsten Frage, ohne irgendwie Übergänge jetzt hier reinzumachen. Wie entstehen deine Songs? Also wie kommst du auf diese Idee, weil deine Songs ja jetzt mittlerweile sehr tiefgründig sind und alles. Wie machst du das? Wie kommst du auf diese Idee? Ja, auf jeden Fall muss ich das erlebt haben. Also ich kann mir jetzt kein Lied ausdenken und singen, wie schön noch der Eierkuchen am Sonntag schmeckt. Bei mir ist es einfach so, ich muss es gefühlt haben. Wenn ich jetzt was, also die besten Lieder schreibe ich eigentlich, wenn es mir schlecht geht. Und dann kann ich das auch rausposaunen und dass andere Leute mit mir diesen Gedanken vielleicht teilen können. Gut, wie sieht das denn bei dir aus mit Auftritten? Bist du schon aufgetreten oder wirst du demnächst auftreten? Und wie findest du die Auftrittsmöglichkeiten in Güstrow hier selber? Also ich bin schon aufgetreten. Das letzte Mal war, glaube ich, 2006 und mache ich jetzt nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Was Güstrow betrifft und Umgebung, finde ich das ziemlich schade, dass man da nicht mehr auftreten kann. Also gerade für junge Bands, die noch keiner kennt, die können sich ja dann doch schon mal durch solche Locations profilieren. Meistens kostet der Eintritt ein Schweinegeld, auch die Veranstalter wollen auch viel Geld haben. Es dreht sich eigentlich nur ums Geld und das, ich weiß nicht, für mich dreht sich das um Musik, aber leider regiert Geld die Welt. Und wie findest du das Projekt Poesiealbum, das wir ja jetzt gerade heute hier releasen? Also ich fand das schon einen ganz guten Grundgedanken. Es hat mir Spaß gemacht, daran mitzuwirken. Also ich mache ja jetzt den Videoschnitt, den ihr hier jetzt gerade seht. Und ich habe dich dabei ja auch beobachtet, wie du den ganzen Kram gemacht hast. Ich habe gesehen, Stefan hat dir geholfen. Es waren viele Kinder dabei, die unter anderem auch die Interviews geführt haben und sich auch mal, also uns auch mal beim Schnitt zugeschaut haben. Ich finde das eine super Sache. Wir haben ja vieles dabei. Wir haben dabei, ich glaube, Punk, Rock, Pop, wir haben Kinder dabei, ne? Da fand ich das auch niedlich, wie du dann den Text da geschrieben hast für, ich weiß nicht, jetzt. Die 9. Klasse der Ensesich-Schule. Genau, das hast du fein gemacht. Und ja, also ich finde das schön und ich freue mich dabei zu sein auf jeden Fall. Und viel Spaß, hoffe ich, habe ich heute hier im Stuck. Du hast ja den Filmschnitt gemacht und du hast ja auch dann mit sehr vielen Bands natürlich zusammengearbeitet. Wie war das Arbeiten für dich mit den Bands und natürlich auch mit den Kindern, die die Interviews geführt haben? Gab es da Probleme? Also ob es Probleme gab, das müsstest du ja am besten wissen, ne? Also wir hatten da echt viele Schwierigkeiten. Wir haben schon 2-3 Wochen dran gearbeitet und durch einen dummen Fehler ist dann alles gelöscht worden und wir mussten das von Anfang an wiederherstellen. Also es war echt schlimm. Okay, was auch schlimm war, war mit euch zusammenarbeiten, weil Freakmusik, ihr seid echt die Verrücktesten, die ich hier kennengelernt habe. Aber auch so mit den Berms hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe auch schnell noch für Kraker Musica, bevor der Sampler fertig ist, ein Musikvideo aus dem Hut gezaubert, damit die dann auch ein schönes Video haben auf der DVD, ne? Weil, also meine Freundin und ich, wir sind auch Fan von Kraker Musica. Ja, aber die Probleme haben sich eigentlich in Grenzen gehalten, weil wir haben es ja bis heute geschafft, fertig zu bekommen. Was ich noch toll fand, war, dass viele Kinder mitgearbeitet haben mit den Interviews. Auch die haben ganze Arbeit geleistet, ne? Auch ganz besonderen Dank an unseren kleinen Justin, ne? Und ja, eigentlich eine schöne Sache, würde ich gerne wieder machen, aber diesmal würde ich gerne mehr Zeit haben. Ja, ich auch. Und ich würde das nächste Mal auch liebend gerne mit jemand anders zusammenarbeiten. Ja, genau.
Ja, aber jetzt hat es ja so geklungen, als wenn ich allein an diesem Sampler gearbeitet hätte. Ich meine, die meiste Arbeit, die ich gesehen habe, hattest du. Was hast du? Was hattest du für Probleme? Hat dir das überhaupt Spaß gemacht? Würdest du das nochmal tun oder ist das einfach nur... Ja, also mir hat das eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich ein sehr geiles Projekt und mal... Es gab es ja lange nicht. Freigeister war das letzte Sampler, wovon ich weiß. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen was Neues für die Musikszene. Da habe ich mich angesetzt, mit Heike gesprochen vom Jugendclub Alte Mockerei. Und dann haben wir es ins Leben gerufen und am Anfang lief gar nichts. Ne? Also wir wussten nicht, wen wir nehmen, was für Bands überhaupt, was gibt es überhaupt noch in Güstrow. Denn nachher lief es. Da hatten wir nachher 2-3 Bands gehabt und dann haben sich die anderen auch schon von alleine gemeldet und wir waren erstaunt, wie viele Bands es noch gibt. Jetzt haben wir natürlich 21 Songs drauf, wir sind am Limit gewesen sogar schon, mussten auch leider auch andere Bands dafür schon absagen, denn aber das ist normal, das hat man. Und es war eine Heidenarbeit mit DVD, CD und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab auch sehr viele Probleme mit zum Beispiel so für Location suchen, für Auftritte und alles. Aber haben wir alles gefunden, alles gemeistert. Wir hatten wirklich, glaube ich, jedes Problem, was man haben kann bei diesem Sampler, haben wir gehabt und und professionell damit umgegangen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende mit dem Backbringer-Interview. Oh, das ist aber so schade, ich bin so gerne hier. Natürlich. Ja, also auf unserem Zettel da unten steht irgendwie Verabschiedung, genau. Okay, dann machen wir das nochmal. Okay, geben wir uns... Ach, Hand geben, steht da, Hand geben. Gut, dann... Tschüss. Dir auch tschüss. Vielen Dank. Kein Problem, wir sehen uns dann gleich drüben im Büro. Ja, und dann im Backstage-Bereich, hin und wieder an der Bar. Ja, das war's mit unserem Interview und natürlich wollen wir auch noch sehen, wer hinter der Kamera arbeitet. Das ist nämlich der Florian Brusch, der hier 3 Kameras bedient. Komm doch einfach mal zu uns, wir machen mal ein Kamera-Selfie, was jetzt so Mode ist. Setz dich hin, mein Freund. So, und auf 3 sagen wir viel Spaß im Stuck. 1, 2, 3. Viel Spaß im Stuck! Also wenn das nicht schlecht... Ich kann hier so nicht. Jo, alles klar, ich sag dir noch Bescheid. So, Jungs, aufhören, ihr müsst raus, die erste Bandspielton. Findest du das...